Hallo liebe Zuschauer, heute werden wir das allererste Türchen unseres Adventskalenders öffnen. Jeden Tag werden wir einen anderen Künstler bei uns haben und heute haben wir den Herr Per Damminger bei uns. Sie sind Theatermacher. Gerade während Corona ist es ja auch jetzt schwer, auch aufgrund des Corona-Lockdowns, Theateraufführungen stattfinden zu lassen. Wie können Sie denn Ihre Zuschauer erreichen? Ich meine, die Zielgruppe ist ja jetzt bei Ihnen eher Kinder und Jugend. Wie können Sie diese gerade in dieser Zeit erreichen? Ja, das ist eine richtig gute Frage, weil es ja jetzt gar nicht nur darum geht, Hygienekonzepte zu studieren und was ginge gerade, sondern auch ein eigenes verantwortliches Gefühl dazu zu entwickeln, was ist denn jetzt sinnvoll, was brauchen unsere Kinder, unsere Jugendlichen, wenn wir Theater machen und vor allem auch, was brauchen die Schulen, die Lehrerinnen, Lehrer, die dort arbeiten, die ja unsere Partner sind in der Vermittlung von Kultur und Zugang zu Kunst. Traditionell ist diese aufsuchende Kulturarbeit, dass wir in Schulen gehen, dass wir in Kindergärten gehen, dass wir die einladen zu uns in den Theaterladen, dass wir immer im Dialog stehen mit denen, also nicht nur abliefern, sondern dass wir Fragen der Kinder aufnehmen, dass es so ein Ping-Pong ist, eine Nahbarkeit. All das sind Sachen, die jetzt in Corona schwer umzusetzen sind und wo man jetzt in Gefahr steht, diesen Kontakt nicht nur zu verlieren, sondern auch die ökonomische Basis, also das Geld, die Förderung zu verlieren, die dauerhaft notwendig ist, um diese kulturelle Teilhabe für Kinder möglich zu machen. Kulturelle Teilhabe sollte immer unabhängig vom Elternhaus sein, immer unabhängig davon sein, welche Mittel ein Haushalt zur Verfügung hat oder haben will. Also wenn ich ein bisschen Geld habe, dann habe ich zu Recht meine eigenen Prioritäten. Aber kulturelle Teilhabe von Kindern ist wahnsinnig wichtig, ist ein wichtiger Teil der Bildungsarbeit und des in die Gesellschaft Wachsens. Und der funktioniert natürlich wahnsinnig gut über die Schulen und die Kindergärten, weil da Kinder nicht angewiesen sind auf die Entscheidung der Eltern. Es ist halt so, ein sechsjähriges Kind kann nicht alleine sagen, ich gehe jetzt ins Theater. Es braucht jemand, der es an der Hand nimmt oder mit ihm dorthin geht. Ja? Und da suchen wir Wege, wir stehen in Dialog mit Schulen, aber ich weiß, wie furchtbar kompliziert deren Alltag im Augenblick ist. Und da ist es ganz schwierig, man kann da nur ein Angebot so formulieren und sagen, wir sind für euch da. Also wenn ihr das Gefühl habt, das passt mit eurem Schulalltag und eure Kinder brauchen das und das ist sicher, dann sind wir für euch da und spielen für euch Theater. Ja. Ich würde wahnsinnig gerne spielen, aber ich weiß, welches Risiko ich damit im Notfall in eine Schule bringe oder welches Risiko ich auch auf mich nehme. Also weil ich begegne dann ja plötzlich auch vielen Kindern. Ja. Selbst wenn ich Hygienemaßnahmen berücksichtige, was ich immer tue, ist das nie ganz ausgeschlossen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Lavieren. Und da ist natürlich der Sommer eine viel leichtere Zeit gewesen als jetzt der Winter. Und wir hoffen im Notfall, dass wir halt im Frühjahr ganz schnell wieder anfangen können. Können aber auch die Schulen aktiv etwas dagegen tun, dass man eben Kultur nicht vernachlässigt, dass Schüler und Schülerinnen Kultur nicht vernachlässigen? Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Schulen, aber auch engagierte Eltern, dass alle Teile der Gesellschaft einfordern, dass diese kulturelle Teilhabe für Kinder ein Grundrecht ist. Da gibt es die Kinderrechtskonvention der UN. Da ist das ganz, ganz klar ein Grundrecht der Kinder. Das funktioniert nicht von alleine. Kinder verfügen nicht über immenses Geld, aber Kultur für Kinder, Kunst für Kinder muss von der Gesellschaft finanziell auch getragen werden, nachhaltig getragen werden. Und wenn sich eine Gesellschaft oder Politik entscheiden muss, wofür geben wir unsere knapper werdenden Ressourcen aus, dann ist es an jeden von uns zu sagen, hier muss es hin, hier wollen wir
dass was passieren kann, dass die Kinder den Zugang haben und die Jugendlichen. Okay, dann danke, dass Sie sich heute die Zeit dafür genommen haben. Gern. Gut. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Dankeschön. Thank you.